Paryżu, opna wy choroszny spaliście. Gotować na żyrobotca dennaja? Ja, Zeit für einen neuen Arbeitstag und damit willkommen zurück zu dem Projekt. Wir haben jetzt noch was. Technische Inspektion, das ist neu, das haben wir schon. Sind wir gerade bei, gesuchtes Mitglied. Finde Spiegel, ja, da wissen wir Bescheid. Munitionstechnisch sind wir ganz gut ob dabei. Telefon, ich wollte mir nur mal kurz gucken, was kann ich denn jetzt noch machen? Nachschub, du, das kannst du dir nicht leisten. Ich weiß. So, was haben wir denn jetzt momentan an Kosten? Lass mich schauen. 350 gesamt. Wo ich irgendwie mit dem Knast den nicht wegkriege? Nein. Wie sieht das Lager aus? Alkoholkanister und Falschgeld. Die Jungs müssten eigentlich soweit upgegradet sein. Wohl, lauf mal ruhig mal ein bisschen rum. Ist ja nicht schlimm. So, warte mal, ein Spiegel. Ein Spiegel fehlt. Ne, es ist zwar ein E-Mail. Guten Tag, der Herr. Einmal bitte versteigen. Шарадо, всем будет порядка. Это правители всем порядку. Или паста денная, мадре орать адатьяру. Это денная, мену работа до замет. Таков дурая гетсу. Ihr Gesicht passt auch schon, aber du bist derjenige mit dem fehlenden Spiegel, würde ich jetzt so sagen. Bei dir fehlt ein Spiegel, mein Freund. Ich tue erstmal einfach mal so, als wüsste ich nichts. Wüsste ich von nix. Eine Schlange. Eine Schlange. Ja. Glaub mir, wenn ich was finden will, finde ich das schon. Oh, Scheinwerfer vorne kaputt. So, Herr Kollege. Lass mich mal meinen Kontrollbericht holen. Also, du hast zwei gesprungene Scheinwerfer und du hast einen fehlenden Spiegel. Abgesehen davon wirst du jetzt festgenommen. Aber der Spiegel ist doch kaputt. Aber der Spiegel ist doch kaputt. Das war der falsche. Und Scheiß. Adaiche, Varisu, Kommandiro. Und wo soll er jetzt sein auf der Karte? Minus 31, super. Natürlich jetzt schon schlecht, aber dann muss ich den, ich muss den gleich freilassen. Das müssen wir das Auto finden. Klingt ja gut an, aber steht doch kaputter Spiegel. Oder hat der nur ein Spiegel? Ah, warte mal, kaputter Spiegel, ne? Oder fehlender Spiegel? Ich muss da gleich nochmal gucken. Habe ich auch einen kaputten Spiegel?
das Gefühl, dass sein Auto schneller ist als meins. Aber ich muss den von links rammen, also dass die Fahrertür gesperrt ist. Komm schon. So, warte. Kann ich den noch eben wegbringen? Nee, ich glaube, er ist zu weit weg. So weit weg, ich muss zurück zur Firma. Dann packe ich den in den Knast und lasse den anderen gehen. Der kommt trotzdem aber nicht rein, weil der... Da habe ich jetzt mal gar keine Zeit für. Und wenn du jedes Mal beschossen wirst, ist das doch auch scheiße. Man muss ja wirklich aufteilen, wann packe ich Gefangene weg und wann packe ich die normalen Leute weg. Also die normalen Gegenstände. Oder du sparst wirklich für 500 und dann schickst du die raus. Adaman. So, jetzt muss ich aber noch zu dem einen Typen hier. Ach, guck mal, ich sehe gerade sogar noch, er hat einen platten Reifen hier. Was gibt es? Unbegründete Verhaftung, okay. Ich muss gar nicht nochmal gucken auf den Zettel. Ob du warst das, ne? Sorry, dass ich dich verhaftet habe. Jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken hier. So, war eine Polizei geflohen, ist auf dem Weg. Beschädigung des Fahrzeugs, fehlende Spiegel. Okay, entweder fehlen zwei Spiegel oder es fehlt ein Spiegel. Das passt. Eine Reinreiseerlaubnis Besuch. Sag mal aus. Ich mach mal eine genaue Fahrzeugkontrolle. Ich mach mal eine Inspektion für dich. Bin mal so nett und mach das mal. Haben wir es natürlich voll in den Arsch geschossen mit der Aktion gerade, ne? Natürlich jetzt scheiße. Ja, ich glaube, bei dir ist alles soweit in Ordnung, wie ich das sehe. Da kein Schlangensymbol auf der Stoßstange. Ja, ich glaube. Spiegel sind okay. Und Lichter sind okay, Stoßstange ist da. Licht ist okay. So, kaputte Reifen hast du 0. Autoscheiben zersprungen, fehlender Spiegel, fehlender Stoßstangen, defekte Karosserie sehe ich jetzt nichts. Also bei dir ist jetzt eigentlich, soweit ich das sehen kann, alles in Ordnung. Also eigentlich kannst du einreisen. Oder habe ich irgendwas? Warte mal, das UR-Symbol, ne? Lass uns mal schauen. Von wem das ist. Königreich ist das auf jeden Fall nicht, da habe ich mich verklickt. Das auch nicht.
Müsste das, glaube ich, mit diesen Bären sein, ne? Das könnten die hier sein. UR habe ich hier gar nicht drauf, Junge. Doch, da, UR, alles klar. Ne, ist alles in Ordnung. Und sage ich einreisen. Also ich habe jetzt nichts gefunden, was dagegen jetzt sprechen sollte. Ich hoffe. Ja, super. Bin mir nicht sicher, ob ich den noch krieg. Aber ich habe ihn, glaube ich, getroffen, aber ich bin mir nicht sicher. Wir müssen unbedingt mal das Auto upgraden, glaube ich, weil wir sind zu langsam gerade. Und er ist einfach durchgepisst, ne? Er ist einfach durchgepisst, der Saftsack. So, Dude. Wo willst du hin? Das war knapp. Wir brauchen, glaube ich, ein schnelleres Fahrzeug. Wir kommen ja kaum hinter den her. Schweige, dann kriege ich den hier weggerammt. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Wo stehen wir denn? Ich finde unser Auto gerade nicht. Ach, da hinten sind wir bei der Polizeistation. Ja, da, okay. Wir sind aber sehr weit rumgefahren hier. Warte, ich habe gerade mein Auto repariert. Ja, schlimm. Und ich kann es schon wieder reparieren. Aber ich glaube, ich sollte das mal. So, schnell, aber ich will mal kurz was ausprobieren. Kann ich direkt?
Ne, ich muss direkt über die Taste so reinmachen. Das ist natürlich auch doof, dann, wenn das nicht anders geht. Die lasse ich mal laufen. Ich hoffe, dass wir es bei den anderen nicht verkacken. Hier ist noch zwei Stück. So. Sorry. Du kannst direkt aussteigen. Ober, ober. Ismael, das passt. Was ist das hier? Kann ich das? Das kann ich nicht. Man kann sogar das Geburtsdatum übrigens überprüfen, ne? Nur mal so nebenbei. Künstler, okay, dann bist du schon raus, weil ich glaube, darf Künstler, glaube ich, gar nicht. Künstler darf ich nicht einreisen lassen. Heißt, den schon mal. Ja, darf ich dich schon mal nicht mit einreisen lassen. Tut mir leid. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwas geschmuggelt hat. Weil ich sagen muss, dass wir relativ wenig Leute haben mit Schmuggelware. So, du hast hier Sachen, habe ich gesehen. Wir laden das mal eben aus. Ja, es ist nicht schlimm, dass ich deine Zeit verschwinde. Darfst du da so nicht rein? Du darfst da so nicht rein, deswegen kann ich ruhig deine Zeit verschwenden. Ja, und ich bin hier sehr gründlich, Kollege, ne? Also so schon mal gar nicht. Ja, das gibt schon mal Anzeige wegen Beamtenbeleidigung hier. Irgendwo Schmuggelware hier. Was, der nimmt doch nicht mal das so ernst, wenn ich was sag. Es ist ein Spiel. Also immer schön locker bleiben. Ach, das war der Typ übrigens gerade, ne? Was bist du denn, was hast du denn für eine Dingens hier? Republikan. Das, ne, du bist das auf jeden Fall nicht. Dann war das der Typ von gerade, den wir da auf jeden Fall gerade hatten. Wegen den Spiegeln, dann haben wir echt den Falschen erwischt. So, deine Rücklichter scheinen okay zu sein. Deine Reifen sehen soweit auch ganz gut aus. Lichter sind auch okay. Gut, dann kannst du schon mal... ...mach zurückpacken. Wir müssen irgendwie wieder Geld reinkriegen, dass wir den Tag hier überstehen. So, Dude, ansonsten... Was habe ich denn aufgeschrieben? Also bestätigte Fracht passt schon mal. Ja, aber du bist Künstler, mein Freund, ne? Deswegen darf ich dich nicht reinlassen. Ansonsten sieht das eigentlich soweit ganz gut aus, aber ich darf dich trotzdem nicht reinlassen. Oh, ich würde so gerne abdrücken. Ich spare mir die Munition lieber. So, ach guck mal, dein Zwillingsbruder ist ja auch hier. Steig mal aus. Oh, guck mal, ich habe direkt Punkte wieder bekommen. Ein Schmuggler haben wir auf jeden Fall noch. Und habe ich jetzt auch nichts. Sitze sind jetzt auch soweit clear. Muss ja nicht unbedingt heißen, dass der jetzt sofort hier ist. So, ich hätte ganz gerne mal deine Papiere. Danke, lass mich mal schauen. Deine Visage passt schon mal. Das passt auch schon mal. So oft nutzen wir das auch gar nicht, ne? Das ist, ...39. Passt aus, da brauche ich nicht gucken. Auf jeden Fall, aktuelle Bestimmung, darf ich dich schon mal nicht reinlassen. Aber autotechnisch sieht das soweit ganz gut aus. Da finde ich jetzt keine Fehler. Zumindest sehe ich jetzt nichts. Ja, du, da kann ich dich nicht reinlassen. Tut mir leid. Jung. Hat der gerade die Tür zugemacht? Also ich darf dich nicht reinlassen, weil du Journalist bist und du stehst auf meinen Zetteln. Die werden nun mal nicht gesucht. Dann frage ich mich, ist das der einzigste Weg rüber, rüber zu uns in das Land?
Ergebnis der Prüfung. Ja, wir haben einmal verkackt, ne? Eine Reisebestimmung haben wir einmal zerkackt. Ergebnis perfekt. Wow. Wir haben einmal verkackt. Ah, warte mal. Wir können doch mal eben, bevor ich jetzt hier aufhöre, lass uns mal die Gefangenen mal eben wegpacken. Geben wir auch nochmal Geld. Auch nochmal 200. Was habe ich denn noch im Inventar hier? Was ist das denn hier? Glasrohr. Glattmesser? Küchenmesser? Dann bringe ich die mal eben weg. Das gibt ja auch nochmal ein bisschen Knete. Dann können wir so ein bisschen das ausgleichen für den Tag heute. Der jetzt nicht allzu optimal lief, muss ich sagen.